Stade ist eine Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises sowie einer Hansestadt in Niedersachsen und selbstständige Gemeinde. In diesem Film stelle ich Ihnen Stade genauer vor. Am Rand der Altstadt befindet sich der Bahnhof von Stade. Es besteht eine Verbindung mit dem Metronom nach Cuxhaven sowie nach Hamburg. Alternativ fährt auch die S-Bahn-Linie S3 nach Hamburg. Am Wochenende verkehrt der Moor-Express nach Bremen. Wurde der Stader Stadthafen, auch Neuer Hafen genannt, erbaut, denn die geringe Kapazität des Hansehafens reichte nicht mehr aus. Da der Stadthafen direkt hinter dem Schwingewehr liegt, ist er der Tide ausgesetzt und kann bei Niedrigwasser nicht angelaufen werden. Hier befindet sich auch der Liegeplatz vom Museumsschiff Groendijk. Nach dem Aussterben der Grafen von Stade, Udonen, fiel Stade an Heinrich den Löwen, der die Stadt vereinte und sie mit Wall und Graben befestigte. Nach dessen Entmachtung 1180 war es zwischen dem Erzbistum Bremen und den Welfen umstritten, was die Stadt für ihre Zwecke ausnutzte. 1209 verlieh Kaiser Otto IV. Stade das Stadtrecht, das das Erzbistum Bremen 1236 bestätigte und ihnen danach das Stapelrecht und die Befreiung von der Heerfahrt gewährte. Stade wurde bereits in deren Anfangszeit Mitglied der Hanse und entsandte ab 1373 Vertreter zu den Hansetagen. 1601 wurde Stade zum zweiten Mal und nun dauerhaft verhanzt aus der Hanse ausgeschlossen, da die Stadt 1587 englische Tuchkaufleute aufgenommen hatte. Die Engländer verlagerten aber 1611 ihre Niederlassung nach Hamburg. Im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg von 1675 bis 1676 wurde das schwedische Stade während eines Feldzugs durch mehrere Staaten des Heiligen Römischen Reiches und Dänemark erobert und blieb bis zum Kriegsende 1679 in alliiertem Besitz. Im Zuge des Friedens von Saint-Germain 1679 fiel Stade wieder an Schweden. 1715 kam die Stadt durch vertragliche Vereinbarung in den Besitz des Kurfürstentums Hannover. Am 17. November 1719 gab Schweden seine Ansprüche auf das Herzogtum Bremen-Verden im Vertrag von Stockholm auf und beendete damit die Konfrontation. Nun sind wir im Hansehafen angekommen. Er liegt in der historischen Altstadt und ist ein Binnenhafen an der Schwinge. Ursprünglich war er ein Tidehafen und über den Unterlauf der Schwinge mit der Elbe sowie ihren Gezeiten verbunden. Infolge der großen Sturmflut vom Februar 1962, die den Norden der Stade Altstadt unter Wasser setzte, ist er seit 1968 vom Tidegewässer durch ein Wehr und eine darüber geführte Straße abgetrennt. Der Hafen wird über seine gesamte Länge von 2 Straßenzügen mit historischen Fachwerkhäusern eingerahmt. Im Hansehafen befindet sich der alte Kran, das Baumhaus sowie der Schwedenspeicher. Nicht weit vom Hansehafen entfernt befindet sich die St. Cosme. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts
im Stil der Backsteingotik erbaut und nach den Heiligen Kosmas und Damian benannt. Der heutige Bau ist das Ergebnis verschiedener Erweiterungen und Umbauten vor allem des 17. Jahrhunderts. Weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt ist der achteckige Turm mit seiner barocken Haube. Er ist ohne Wetterfahne 62,45 Meter hoch. Weiter geht es mit einem Bummel durch die Stadt vorbei an der St. Wilhardi-Kirche. Es gab bereits einen Vorgängerbau der heutigen St. Wilhardi-Kirche seit dem 11. Jahrhundert. Die heutige dreischiffige gotische Hallenkirche stammt aus dem 14. Jahrhundert. Der Westturm hat seine Ursprünge sogar im 13. Jahrhundert. Die Kirche ist seit 1529 lutherisch. In den Folgejahren brannte die Kirche immer wieder aus. So zum Beispiel beim großen Stadtbrand von 1659. Das Kircheninnere wurde 1991 zuletzt renoviert. Hier auf dem Pferdemarkt findet mittwochs und samstags in der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr der Wochenmarkt statt. Für uns geht es durch die Innenstadt weiter Richtung Rathaus. Zu den Sehenswürdigkeiten Stades gehört die gesamte Altstadt mit Fachwerkhäusern. Die meisten stammen aus dem 17. Jahrhundert. In einigen Straßenzügen stehen wesentlich ältere Häuser. Sie stammen aus der Zeit vor dem Stadtbrand von 1659. Dieser zerstörte 11 Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges 2/3 aller Stader Gebäude. 137 tolle Fahrzeuge sehen. Das ist also wirklich absolut sehenswert. So toll sind wir mit der Nieder-Elbe Classic noch nie ausgestattet worden wie heute. Es haben sich sehr viele bereit erklärt, dort also mitzufahren. Und es werden tolle Autos dabei sein. Moin, moin. Mein Name ist Nico Kutzner. Moin, Rainer. Ich begrüße Sie zum Interview. Erklären Sie doch mal ganz kurz, was sind die Nieder-Elbe Classics? Die Nieder-Elbe Classics ist also eine Veranstaltung, wo also alte Autos sich treffen, die mindestens 30 Jahre alt sind. Ja. Also Oldtimer in dem Sinne, wenn die Autos jünger sind, sind es Youngtimer. Und einmal im Jahr fahren die also eine Strecke ab. Ja. Heute zum Beispiel mit 130 Kilometern. Ja. Und sie kriegen ein sogenanntes Wortbuch mit, wo die Strecke eingezeichnet ist. Sie fahren nach Chinesenpfeile, sie machen Kontrollen, sie machen Stempelkontrollen, haben sie unterwegs. Sie haben Orientierungskontrollen und sie haben sogenannte WPs, das sind Wertungsprüfungen, wo sie eine Einigung haben. Bekannt ist die Veranstaltung für Stader und Touristen. Also für Stader kann ich momentan nicht genau sagen, aber wir haben natürlich sehr viel Werbung hier gemacht in den regionalen Zeitungen. Das heißt, also im Stader Tageblatt, Nettmarschlandal, Neue Stader und auch mit einer Förder Rundschau, mit einer Förder Zeitung und so weiter. Wir sind natürlich im Internet vertreten. Wir haben die Plattform, wo die Oldtimer sind. Die Oldtimer-Plattform, die kennen uns auch alle. Und man sieht es auch da an den Teilnehmern. Wir haben Teilnehmer aus Hamburg, wir haben Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, wir haben Teilnehmer aus Niedersachsen, wir haben Teilnehmer aus Berlin dabei. Also es ist schon wahnsinnig interessant. Und die letzte Frage ist, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Schönes Wetter. Und schöne Autos. Das ist doch gut. Selbstverständlich. Dann bedanke ich mich. Als Bürgermeisterin der Hansestadt Stade freue ich mich sehr, dass hier entweder ist hier immer der Start oder der Zielpunkt. Im letzten Jahr haben wir hier morgens um 9 Uhr, glaube ich, begonnen, haben wir die alle in den Start geschoben, die Autos in den Start geschickt, starten lassen und heute können wir sie alle hier empfangen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Gutes Wetter ist auch bestellt, die Wolken, die wir hier sehen, das ist eigentlich nur optische Täuschung, also das darf man nicht so ernst nehmen.
Wir bleiben dabei. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier dabei sind, um die Fahrzeuge der 11. Niederelbe-Klassiks-Veranstaltung hier zu begrüßen mit uns. Vielen Dank. Unsere Tolle, die erst hier im Stade eingetroffen sind. Und ab, es geht weiter bis zum Ziel. Wir sehen uns nachher noch. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, und hier taucht schon der erste Bentley auf. Ein Wahnsinnsauto. Startnummer 5. Ewald Speil und Uwe Schulz aus Gescha und Otterdorf. Man muss also, ja, eine Servolenkung gibt es natürlich nicht, aber ein ganz tolles Auto und spitzenmäßig zu sehen. Moin Moin. Mein Name ist Nico Kutzner. Ich begrüße Sie zum Interview. Ja, hallo Herr Kutzner, ich bin Silvia Nieber, die Bürgermeisterin in der Hansestadt Stade. Was sind die Niederelbe Classics für Sie? Sind für mich eine ganz interessante Veranstaltung, weil unsere Stadt sich ganz hervorragend eignet als Start- und Zielpunkt. Darauf sind wir sehr stolz. Und Sie sehen ja hier an den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass alle mit Spannung die Fahrzeuge erwarten. Im letzten Jahr war hier der Startpunkt und der Zielpunkt war an einem anderen Ort. Und in diesem Jahr ist der Startpunkt im Metropol außerhalb gewesen von der Innenstadt. Und der Zielpunkt ist hier in der Innenstadt. Und das ist natürlich wunderschön für die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer, für unsere Bürgerinnen und Bürger, diese interessanten Fahrzeuge hier zu sehen. Es gibt 137 Oldtimer, die man hier sehen kann. Das ist ganz schön viel. Ja, das ist ziemlich viel. Wann sieht man die schon mal auf so einem Haufen? Richtig. Ne? Ja, genau. Was sind die Niederelbe Classics für Starter und Touristen? Ja, das ist eigentlich ein jedes Jahr hoffentlich wiederkehrendes Ereignis, an dem alle ihren Spaß haben, weil man quasi vor dem Kaffeetisch, wenn man hier so schön sitzt, vor dem Kaffeetisch die Fahrzeuge vorbeifahren sieht. Das ist doch toll. Das stimmt, eine schöne Atmosphäre. Ja, das ist eine tolle Atmosphäre und wir geben als Stadt, ist ja eigentlich verboten, hier so durchzufahren. Ist ja klar. In allen Bereichen, aber als Stadt genehmigen wir das natürlich und müssen auch auf die Sicherheit achten. Damit, wenn jetzt hier kleine Kinder sind oder wie auch immer, das muss alles eine einvernehmliche Situation sein, damit hier auch niemand zu Schaden kommt. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die Niederelbe-Klassik und für die Stadt Stade? Na, ich wünsche mir, dass wir auch im nächsten Jahr und in vielen weiteren Jahren der Austragungsort, also Start und Ziel sein können, damit unsere Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch unsere vielen Touristen, die wir in dieser Zeit hier haben, dieses besondere Ereignis erleben dürfen. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Gerne, alles Gute. Danke. Begrüßen Sie bitte mit viel Beifall die Startnummer 1. So, meine Damen und Herren, und jetzt ist unser Michael Tönau hier am Fischmarkt eingetroffen. Hallo Michael, grüße dich. Ja, er ist mit dem VW-Bus T1 von der Firma Hanseatreisen unterwegs. Er hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Er musste zumindest heute Morgen von Hannover schon nach Stade fahren. Und dann hat er heute die ganze Tour 130 Kilometer abgefahren. Michael, wie ist dir heute gegangen? Sag mal kurz was dazu. Erstmal herzlich willkommen in Stade. Wir bestanden von der Frau Lieber vor, unsere Bürgermeisterin hat es sich nicht nehmen lassen. Also Michael möchte ich auch mal kennenlernen, hat sie gesagt. Ja, vielen Dank. Ich bin nicht zum ersten Mal im Stade. Ich spiele ja einmal im Jahr im Stadeum immer Bingo hier. Ja, genau. Und ich, also wenn ich nicht Hannoveraner wäre, würde ich sagen, ich bin ein Stader. Ja. Ich sag mal kurz. Ja, nur erzähl du zu diesem Auto. Ich staune seit heute Morgen, wie viel Liebe man in Autos stecken kann. Nicht Geld, Geld auch, aber Liebe ist das Wichtigste. Das pflegt sich ja nicht von selbst. Ne? Aber bis ins Detail, bis zum Koffer hinten, wirklich alles toll. Ihr passt auch in dieses Auto. Allzeit gute Fahrt. Wir sehen uns am Metropol. Ein Riesenapplaus für die Startnummer 34. Mit dem satten Sound. Das klingt irgendwie leicht erotisch, finde ich, so mancher Sound. Nun sind wir am Stader Sand angekommen. Hier mündet die Schwinge in die Elbe. Außerdem hat man einen guten Blick auf die Elbe.
Gerade fährt der Halunderjet an uns vorbei. Das Schiff wurde am 14. Dezember 2016 bestellt und auf der Werft Austal Philippines gebaut. Am 26. Juni 2017 wurde das Schiff auf Kiel gelegt und lief am 7. Januar 2018 vom Stapel. Das Schiff kostete etwa 17 Millionen Euro. Am 7. März 2018 wurde das Schiff abgeliefert und verließ die Werft am selben Tag in Richtung Europa. Jetzt verlassen wir den Star der Sand auch schon wieder, denn für uns geht es nun zur Festung Grauer Ort. Der Eingang zur Festung bildet eine Brücke. Sie führt durch einen Hohlgang in den Innenhof und wird durch eine Gewehrkaponiere und Wachbunker gesichert. In den Wachbunkern sind heute die Räumlichkeiten und die Reservistengemeinschaft untergebracht. Damit auch für die Kleinen keine Langeweile aufkommt, sorgt die Eisenbahn mit einer Fahrt rund um die Festungsanlage für spannende Abwechslung. Die Festung Grauer Ort wurde in den Jahren 1869 bis 1879 erbaut und endgültig mit 10 Hinterlader-Rücklaufgeschützen Kaliber 28 cm ausgestattet. Die preußische Armee errichtete das Fort als zweite Verteidigungslinie zum Schutz vor feindlichen Kriegsschiffen. Die Hohe Altmark war als Standort besonders geeignet. Die andauernden Spannungen mit Frankreich veranlasste den deutschen Kaiser Wilhelm I. unter anderem zum Bau der Fortkugelbarke und Grove. Bereits im Krieg 1870 und 1871 war das Fort eingeschränkt einsatzbereit. Es kam aber, wie auch in den Jahrzehnten danach, zu keinerlei Kampfhandlungen. Das Hochwallfort Grauer Ort ist ein Typenbau preußischer Festungsarchitektur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Fort schmiegt sich mit seinem sechseckigen Grundriss, der durch einen 10 Meter hohen Erdwall gebildet wird. An den Elbdeich zur Elbe hin sind die Wälle kasemattiert. Auf den beiden 68 Meter langen Flanken waren jeweils 5 Geschütze aufgestellt. Zur Elbe hin ist die Festung mit einer 4,5 Meter hohen Eskarpe oder Karnottchenmauer gesichert, die von 2 Geschützkarponieren aus verteidigt werden konnte. Die übrigen Wälle werden durch einen 20 Meter breiten und bis zu 3 Meter tiefen Graben gesichert. Wegen der Weiterentwicklung der Waffentechnik wurde die Festung 1895 aus der Reihe der aktiven Forts gestrichen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die gesamte Festungsanlage durch weitere Gebäude ergänzt und zu einem Seeminendepot umgebaut, das bis Ende des Zweiten Weltkrieges in Betrieb war. Die damaligen Umbauten erschweren heute die Sanierung der Kasemattenanlage. Die Festung ist zum Treffpunkt vieler Veranstaltungen geworden.
Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Nico Kutzner. Ich begrüße Sie zum Interview. Schönen Dank auch, dass Sie mich interviewen wollen. Ich bin stellvertretender Vorsitzender hier von der Festung Grauerort. Wie ist die Geschichte der Festung Grauerort? Die Geschichte der Festung Grauerort ist an und für sich sehr einfach. Bismarck hat gegen Napoleon III. Grauerort und Festung Kugelbake errichten lassen zum Schutz der Elbe als Artilleriefeststellungen und hat allerdings mit dem Bau 1869 beginnen lassen und hatte schon im Jahre 1870 die Franzosen geschlagen und konnte schon im Januar 1871 seinen Preußenkönig zum deutschen Kaiser krönen lassen in Paris, Versailles. Und damit war die Notwendigkeit beider Schützenfestungen erledigt. Aber er hat sie dann bis 1879 vollständig fertig bauen lassen. Die Festung ist sehr schön, sehr interessant, wie ich eben erleben konnte. Was ist die Festung für Stader und Touristen? Die Festung Grauerort ist für Touristen durch ihre geschichtliche Entstehung interessant. Aber sehr große Anziehungskraft übt sie im Grunde nicht aus. Sie ist für besonders Interessierte allerdings auch sehr lehrreich. Das stimmt, kann ich nur bestätigen. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für die Zukunft wünschen wir uns auch ständigen Besuch und auch Hilfe durch die öffentliche Hand für den Erhalt der Festungsanlage, weil wir insbesondere Probleme mit der Feuchtigkeit von oben haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir bedanken uns auch. Im Freilichtmuseum auf der Insel kann man sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben und anschauen, wie die Menschen im alten Land früher lebten und arbeiteten und dabei vieles Wissenswertes erfahren. Am jeweils ersten und letzten Sonntag des Monats finden Führungen durch das Altländer Bauernhaus statt. Wer Spaß am Gärtnern hat, der kann eine Beetpartnerschaft im Altländer Bauerngarten übernehmen. Außerdem kann man sich hier von der Bockwindmühle, das Backhaus und die Schrotmühle ansehen. Unsere Reise durch Stade geht hier beim Freilichtmuseum leider auch schon wieder zu Ende.